Vergesst es. Ist da? Ja, da ist mal wer. Ich hätte Nyreen vielleicht noch eine andere Knarre geben sollen. Da würde sie mehr Schaden machen. Guck mal hier, mein. So. Hier auch. Ich habe keine Munition gleich mehr. Du zwingst mich ja förmlich dazu, dir weh zu tun. Ich habe keine Granaten mehr. Ich bin der Kopfjäger, du. Zack. Hallöchen. Systemausfall in Kürze. Haltet durch, meine Damen. Oh ja. Komm her, du. Ich bin die Ein-Mann-Armee. Oder auch nicht. Systemausfall in Kürze. Welche noch? Hui. Das ist vielleicht jetzt gar nicht so geil, dass ich mich dahin gerollt habe. Weg mit dir. Ach, Hallöchen, Popöchen. Systemausfall in Kürze. Oh, wieder Schild, danke. Fehlfunktion. So nennen wir das heute. Ich dran. Ach so, du. So nicht. Wie mache ich denn das Ding aus? Hier? In Notfällen den roten Knopf drücken. Das können Sie nicht tun, Commander. Es geht um mehr als Sie ahnen. Der Reaktor betreibt Lebenserhaltungssysteme für Dutzende von Bezirken auf der Station. Wenn Sie ihn abschalten, sterben Tausende. Hören Sie das, Arya? Ja, und es ist mir egal. Schalten Sie ihn ab! Shepard nicht! Versuchen Sie, die Energie von den Kraftfeldern wegzuleiten! Verdammt! Durchhalten da unten! Das Umleiten der Energie, damit die anderen Systeme in Betrieb bleiben. Sind Sie verrückt? Wir können kaum noch! Für diese Person arbeiten Sie, Shepard. Ihr ist egal, wer dabei verletzt wird. Worauf warten Sie? Überlassen Sie den Reaktor. Sie würde Tausende von Leben einfach wegwerfen. Shepard, Nyreen ist getroffen. Ich stabilisiere Sie. Sie können die Energie nicht rechtzeitig umleiten. Überlasten Sie! Jetzt! Ich krieg grad hin. Das wird so schwer sein. Vielleicht hält etwas in Ihrem Inneren Sie zurück. Vielleicht denken Sie tief in sich, dass die Galaxie ohne Sie besser dran wäre. Sie wird nie dazulernen, sich nie ändern. Selbst wenn Sie gewinnen, verliert Omega. Schluss jetzt!
So sei es. An alle Einheiten, bereit machen zum Angriff. Sprengcrews in Position bringen. Trotz ihrer Bemühungen, mich zu töten. Das hätte mich beinahe alles gekostet. Sei still, Arya. Es hat geklappt. Shepard hat uns gerettet, ohne Unschuldige zu opfern. Das war gut. Vermutlich. Wie auch immer. Das war ein tapferer Kampf gegen diese Max Nyrene. Beeindruckend. Aber? Warum bist du nicht genauso hart, wenn Adjutanten angreifen? Lächerlich. Du zuckst schon, wenn diese Monstrositäten nur erwähnt werden. Schluss. Sie hat sie gerettet. Ich will ihr nur helfen, Shepard. Liebevolle Strenge. Der Krieg beginnt. Ich werde ihn nicht verpassen. Danke sagen war noch nie ihr Ding. Danke sagen. Fast geschafft. Meldungen kommen rein. Alle Kraftfelder unten. Zivilisten stürmen auf die Straßen. Cerberus zieht sich zurück. Aber nicht lang. Die Leute sind für einen Kampf an der Front gegen Cerberus nicht ausgebildet. Sie werden ausradiert. Zivile Verluste sind unvermeidbar. Das musst du akzeptieren. Sag, was du willst, Arya. Ich lasse keine sinnlosen Toten zu. Konzentration auf den Feind? Ja, eigentlich ja. Lieber die Zivilisten. Je mehr, desto besser. Vielleicht kriegen wir davon noch ein paar mehr Soldaten für unseren Endkrieg gegen die Reaper. Tun Sie Ihr Bestes, um sie zu schützen. Natürlich, Commander. Arya, hier Bray. Bericht. Mein Team erkundet die Wartungstunnel. Wir sind auf Cerberus-Truppen getroffen, die Techniker eskortieren. Sie transportieren anscheinend Sprengladungen und wollen zu den zentralen Stützpfeilern der Station. Bray, Angriff! Halten Sie sie so lang wie möglich auf! Wir kommen! Verstanden! Angriff, Leute! Wenn Sie den Hauptpfeiler sprengen, ist der Weg zum Afterlife abgeschnitten. Die Offensive der Talons wäre gestoppt. Also trennen wir uns. Ja. Nyrene, du leitest den Frontalangriff. Shepard und ich treffen dich in den Märkten, sobald wir mit den Bomben fertig sind. Natürlich. Aber ich helfe nicht beim Bau eurer Denkmäler mit, wenn ihr dabei draufgeht. Ich liebe es, wenn du frech bist. Der einzige Weg zum zentralen Pfeiler führt durch die Tunnel. Hoho, ich liebe es, wenn du frech bist. Mhm. Thermalfernrohr. Ach so, da sind ja schon... Ach komm, hier, fang. Ich glaube, das Ding hat keine Wirkung auf Max. So nach ein paar Mal. Du bist tot. Wir brauchen Verstärkung bei den Wartungstunneln. Ihr braucht mehr als nur Verstärkung. Schade, ich habe gedacht, ich treffe den so. Heppa! Wieder dieser Mac. Diese Macs mag ich nicht. Die halten es mir zu viel aus. Wow! Systemausfall. Immer mehr gehen hier drauf. Ich will gar nicht wissen, wie viele Soldaten Cerberus hier stationiert hat. Vor allen Dingen, wo die ganzen Ressourcen hernehmen für Cerberus. Systemausfall in Kürze. Mach du mal einen Systemausfall. Au! Ah,
Kriegen wir hier noch Unterstützung oder labern die da hinten nur? Ich glaube, die labern da hinten nur. Komm her. Sobald du aufstehst, bist du tot. Oder auch schon früher. Ah, ich glaube früher. Aber wir können im Kontrollraum den Damm ausfahren. Dann kommen wir um. Den Damm? Dammkontrolle, was ist denn? Heißt bestimmt nicht Dammkontrolle, sondern Darmkontrolle. Nyrin hier. Wir haben Cerberus angegriffen und unser erstes Ziel gesichert. Ankunft im Gozo-Bezirk nach Plan. Ausgezeichnet. Tja. Bei uns läuft, glaube ich, auch alles nach Plan. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo wir sind. Ich sag jetzt einfach mal, es läuft alles nach. Sie dürfen nicht durchkommen. Ah nein, da ist ja auch wieder. Zack. So viel dazu. Du hältst mich nicht auf, my friend. Shepard, wir müssen zum zentralen Pfeiler, bevor Cerberus diese Bomben zündet. Ausrüstung. Ein bisschen Geld nehme ich trotzdem mit, meine Dame. Das dürfte mir ja wohl gestattet sein. Sesam, öffne dich. So. Haben wir hier irgendwo eine Leiter oder sowas? Hier drüben, Shepard. Ah. Okay. Wir treffen auf weniger Widerstand. Ich nehme an, sie schicken Truppen zu euch. Das sollten sie. Sie machen sich an den Stützpfeilern zu schaffen. Wir müssen sie aufhalten. Wo sind die da? Zack, weg mit dir. Ich will keinen Turm. Da drüben. Wenn die Zugangssteuerpulte offen sind, kommen wir an die Bombensteuerung ran. Zugangspultkontrolle. Verstanden. Oh oh. Die Bomben sind jetzt scharf. Die Konsole ist abgeriegelt. Wir müssen sie manuell entschärfen. Kümmern Sie sich um die Bomben, Shepard. Ich übernehme Cerberus. Als ob du das alleine schaffst. Glaubst ja wohl selber nicht. Ach so, 5 Minuten. Oh, hallo. Sehr genehm. Shepard, der Name. Wie darf ich sie verlauten lassen? Oh! Ach komm! Ich dachte, du wolltest dich um die Max kümmern. Noch drei. Das geht! Was geht? Ich glaube, ich werde von hinten beschossen. Ach Mann, schon wieder die Funktion entdeckt. Systemausfall in Kürze. Die sind echt lästig, diese Mechs hier. Komm weg mit dir. Nächste. Nein! So. Komm schon. Ein Bömmchen. Aus hier! Zack. Die gehen so schnell kaputt.
Ach komm. Du kleiner Mac, du. Du weißt auch nicht, wann Schluss ist, ne? Systemausfall in Kürze. 51. Wo? Ich bin ja da. Hier drüben. Wir sind sicher. Gut,